Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Pflanzen-Update. So, jetzt hat mein Handy geklingelt. Wir sind wieder am Start. Es gab letzte Woche kein Pflanzen-Update, weil ich es ehrlich gesagt nicht geschafft habe, so zeitlich. Mittlerweile sind die Tage zum Glück wieder länger, das heißt, ich kann auch jetzt nach der Arbeit drehen. Boah, ich wackel vielleicht mit meinem Arm, ich muss den Arm wechseln. Aber trotzdem war ein bisschen schwierig. Wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht gestern mitbekommen, was passiert ist mit meinen Pflanzen. Ganz viele sind leider tot und entsorgt und ja, es war ein sehr trauriger Tag. Ich war echt kurz vorm Heulen. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja natürlich Erde gekauft gehabt und hatte die ja, ich glaube, letzte Woche Samstag oder so umgepflanzt. War das Samstag? Weiß ich schon nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich umgepflanzt gehabt und habe dann über die Woche schon gemerkt, dass einige davon nicht so toll aussahen. Also die hatten eben dann so ein bisschen, die Blätter waren ein bisschen gelblich. Habe ich erst gedacht, okay, vielleicht habe ich sie nicht oft genug gegossen. Und sahen irgendwie so generell ein bisschen schlapp aus. Und jetzt habe ich mich eben mal gestern, da hatte ich eben dann Zeit, weil ich frei hatte, dahingesetzt und habe mir das so alles genauer angeguckt. Und habe dann gesehen, dass eben die Stängel der Pflanzen Richtung Erde total dünn wurden. Und ich habe eben dann so die Erde ein bisschen weggemacht und dann sind die Pflanzen so quasi weggeknickt und waren einfach total weggefault unten. Und in dem Moment, ich war einfach nur obergeschockt, ich muss jetzt dauernd den Arm wechseln, es tut mir leid. Und ich habe glatte Haare, darum muss ich da jetzt die ganze Zeit drin rumspielen. Ja, das war auf jeden Fall so, what, was ist los? Und habe mir eben dann die Erde gepackt. Ich hatte eben mehrere Säcke, Erdsäcke, und ich habe eben den Erdsack, den ich als letztes aufgemacht habe, wo eben auch noch Erde drin ist, genauer angeguckt. Und gesehen, dass der eben drin total am Schimmeln ist und der hat auch gestunken und ich weiß nicht, was in dieser Erde drin war. Auf jeden Fall hat diese Erde quasi meine Pflanzen zerstört. Und ich find's echt krass. Ich meine, ich habe viel Mühe, viel Liebe, viel Arbeit da reingesteckt. Ich meine, ihr wisst, ich habe im Februar schon angefangen auszusehen. Meine Arme, es tut mir leid. Und sie waren zum Teil halt echt schon groß und ja, jetzt sind eben sehr viele tot. Ja, es war echt mehr als deprimierend. Ich hatte ja verschiedene Paprikasorten. Was hatte ich denn? Lila Paprika, Spitzpaprika und irgendwas hatte ich noch. Lila Paprika, Spitzpaprika. Vielleicht hatte ich auch nicht noch was. Doch, Paprika Liebesapfel. Und ja, was habe ich noch? Eine Paprika Liebesapfel. Ich hatte diverse Tomatensorten. Ich hatte ja die Yellow Submarine, die German Gold, ich hatte die Orangene und die Cocktailtomate vom Acker. Und was ich jetzt noch habe, sind drei Cocktailtomaten vom Acker, der Rest ist tot. Also die sind wirklich, die Wurzeln sind einfach weggefault und ja, die Pflanzen sind einfach tot. Ja, ich habe natürlich dann nicht beim Hersteller, da angerufen, wo ich die Erde gekauft habe. Das ist eben deren Eigenmarke. Möchte jetzt aber auch nicht irgendwie schlecht über die sprechen, weil eigentlich mag ich den Laden sehr gern. Ja, was mir dann gesagt wurde, war, naja, wir können ja nicht in die Säcke reingucken. Was mir natürlich auch klar ist, ne? Die können ja nicht jeden Sack aufmachen und reingucken, aber weiß ich nicht, wenn sowas passiert und man da anruft und auch sagt, hier, ich habe meine Pflanzen da drin gepflanzt, die sind alle tot, genauso wie meine Erdbeeren übrigens, die ich da auch gekauft habe, die auch einfach alle gestorben sind, für die ich viel Geld ausgegeben habe und man mir dann sagt, wir können da nicht reingucken, sie kriegen den Sack Erde ersetzt, der vielleicht, wenn es hochkommt, 3,50 € gekostet hat, denke ich mir halt auch so, ja, also Kundenbindung habt ihr nicht so wirklich verstanden, oder? Ich meine, der Sprit, um dorthin zu fahren und diese Erde umzutauschen, ist schon teurer als das, was die Erde gekostet hat und das bringt mir eben meine Pflanzen auch nicht zurück. Deswegen weiß ich noch gar nicht, ob ich das überhaupt machen werde, weil, ja, keine Ahnung. Oder eine Gutschrift soll ich dann dafür bekommen. Ganz ehrlich, euer Ernst? Ja, ich weiß nicht. Ich fand das echt nicht erfreulich, das Gespräch. Hab mich da irgendwie nicht verstanden gefühlt oder gut aufgehoben. Ich fand's blöd, wie damit umgegangen wurde. Wie dem auch sei, jetzt kommt die Sonne raus. Ich habe gestern nämlich dann hingesetzt und nochmal einiges neu gesät. Ich werde euch das gleich zeigen. Und ich habe auch einige Sachen nochmal umgepflanzt, die einfach zu groß geworden sind für Töpfchen. Habe auch generell nochmal überall neue Erde genommen, weil ich Angst hatte, dass die jetzt auch noch anfängt zu gammeln. Habe mir eben dann von einer anderen Marke, in einem anderen Markt, Erde gekauft.
und meine ganzen Pflanzen umgepflanzt. Ich werde sie euch gleich zeigen. Meine Chilis sind gekommen, also die Cherry Bomb und die Pretty in Purple und meine Tomatillos. Ja, die werde ich euch zeigen. Meine Balkontomaten sind auch, sehen schon super aus. Habe ich heute Morgen auch bei Instagram gepostet. Ich weiß aber noch nicht, wann dieses Video online kommt. Deswegen, wie auch immer. Ich habe diese Yellow Window Box Tomate, die ist auch gekommen. Ich zeige euch die natürlich gleich alle. Und wie gesagt, ich habe eben nochmal neu ausgesät. Es ist, glaube ich, noch nicht zu spät. Es ist ein bisschen knapp. Ich hätte es lieber früher gesät, weil ich einfach gerne mehr Zeit gehabt hätte, dass die Pflanzen größer sind, dass ich sie eben in Ruhe abhärten kann für den Acker. Die Tomaten kommen ja nicht auf den Acker, aber eben die Paprika und Chilis und so. Das hätte ich eben gerne gehabt, aber so ist es jetzt halt nun mal. Ja, wir gehen jetzt gleich rüber in mein Zimmer. Ich zeige euch die Pflanzen und die neue Aussaat. Und ja. So, wir haben richtiges Aprilwetter. Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sturm, Sturm, Sturm. Irgendwie in manchen Teilen von Deutschland sogar Schnee. Wir beginnen jetzt. So, wir fangen hier drüben einfach mal an. Das sind die, die ich eben jetzt nochmal umgepflanzt habe. Zum Beispiel hier. Die ist schon richtig groß geworden. Das ist die Physalis vom Acker. Yay! Ich habe hier eine Cocktailtomate vom Acker noch, die irgendwie ganz anders aussieht als der Rest. Aber ja, ist halt so. Was haben wir denn noch? Nochmal eine Physalis vom Acker, noch eine. Dann hier meine einzige Paprika, die übrig geblieben ist. Das ist die Paprika Liebesapfel. Ja, kann man machen. Ich habe einige Chilis noch behalten. Vor allem von den Chili Gelb. Da habe ich ein paar. Die sehen gut aus. Ach, zum Glück, Leute, zum Glück. Da eine Physalis von der Jessie. Das finde ich abgefahren. Die habe ich ja gleichzeitig gesät. Die ist viel kleiner als die hier. Also, das ist die vom Acker und das ist die von der Jessie. Es sind wahrscheinlich unterschiedliche Sorten. Wir sind gespannt, ne? Dann die gestreifte Aubergine. Die ist noch sehr klein, aber ich bin eh total froh, dass die überhaupt kommt. Die habe ich ja aus einer Frucht entnommen, die ich im Supermarkt gekauft habe. Und ja, voll cool, ne? Dieses kleine Baby ist eine Tomate. Wie heißt die? Yellow Window Box. Das ist eben eine Balkontomate, die aber gelbe Cocktailtomaten bekommt. Und darauf bin ich sehr gespannt. Das ist ein anderes Exemplar von der gleichen Sorte. Eine Tomatillo. Dann haben wir hier eine Aubergine. Hier könnt ihr vielleicht sehen, dass die Blätter schon sehr angegriffen aussehen. Ich habe sie, wie gesagt, jetzt umgepflanzt. Ich hoffe, sie rappelt sich nochmal. Hier eine Chili Gelb, die ein bisschen auch die Blätter hängen lässt. Wie gesagt, da hoffe ich auch, dass sie es noch schafft. Das sind zwei Balkontomaten in Rot. Das sind die, die ich auf der Arbeit dabei hatte, um den Kindern eben zu zeigen, wie die wachsen. Und ja, die musste ich jetzt natürlich mit nach Hause nehmen, sonst sterben die, wenn die nicht gegossen werden. Darum sind die auch in den schönen Bechern. So, dann habe ich hier eine Tomate Orange. Die sind schon richtig groß. So könnt ihr es sehen. Also die sieht gut aus. Ich hoffe auch, dass die es überlebt. Und dann habe ich hier eben von den Großen nochmal zwei Cocktailtomaten vom Acker, die auch noch gut aussehen. Die sahen auch von der Wurzel her noch gut aus. Und ich hoffe, sie schaffen es. Sie riechen halt schon so gut nach Tomate. Eine Tomatillo, eine Chili Rot. Die Aubergine habe ich euch gezeigt. Das ist eine lange rote Chili. Nochmal eine gestreifte Aubergine, eine Tomatillo, dann nochmal eine Tomate Yellow Window Box. Was haben wir hier? Ah, guck mal, hier ist noch eine Physalis von der Jessie, die viel größer ist. Und das ist eine Chili Cherry Bomb. Das hier auch. Ebenso das. Dann habe ich hier nochmal eine rote, eine rote Balkontomate. Die ist auch in so einem schönen Becherlein. Dann habe ich hier nochmal drei Balkontomaten und die sehen wesentlich weiter aus als die anderen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich finde das ganz lustig, weil die schon irgendwie so weit aussehen, obwohl sie noch so klein sind.
Dann habe ich hier noch ein paar Chilis. Das ist die Pretty in Purple. Ebenso wie hier. Und hier, da kommt schon das vierte Blättchen. Eine Cherry Bomb noch. Nochmal eine Tomatillo. Und dann habe ich eben die Sachen, die ich neu gesät habe. Das habe ich einmal hier reingemacht. Wartet mal. So, da habe ich eben Spitzpaprika, gestreifte Tomate. Das ist so eine coole, die ich im Supermarkt gekauft habe. Die ist so rot, wie heißt das? Rot-grün. Dann haben wir nochmal Auberginen und German Gold. Ich habe die jetzt mal aufgemacht. Man soll die ja jeden Tag einmal lüften, damit da nichts anfängt zu schimmeln. Dann haben wir eine Paprika Lie, nee, nicht eine, sondern Paprika Liebesapfel, Tomate vom Acker nochmal, nochmal Bonsai Chili und nochmal die lila Paprika. Die sind eben in diesem Gefäß. Wie gesagt, die lüften gerade. So, jetzt muss ich hier ein bisschen Platz machen, damit ich nichts umschmeiße. Ich habe nämlich endlich mal, das will ich schon seit Jahren machen, weil das irgendwie immer so süß aussieht, einen Eierkarton befüllt mit Samen. So, da haben wir nochmal Zwerggürkchen, dann Tomate Yellow Submarine und nochmal Tomate Orange. Das werde ich jetzt auch einmal aufmachen, weil, ne, lüften. Und so sieht das dann aus. Was mir jetzt schon aufgefallen ist, was mir negativ aufgefallen ist, das ist eben das gleiche wie diese Aussaattöpfchen, ne? Es ist unten schon sehr feucht und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr leicht anfängt zu schimmeln. Darum werde ich das jetzt auflassen und einfach immer schauen, dass die Oberfläche feucht ist, weil ich keine Lust habe, dass das anfängt zu schimmeln. Also an sich ist das eine süße Sache. Stellt euch mal vor, wenn dann da überall so kleine Dinge rauskommen. Ich habe eben dann jede Eiervorrichtung einen Samen gepackt, aber ne, also das Schimmelrisiko ist schon da. So, das sind die Sachen auf der Fensterbank hier. Wie gesagt, neue Aussaat, ungetopftes. Und da bin ich ja wirklich begeistert, wie toll die schon aussehen. Und dann zeige ich euch jetzt noch meine Chili, nicht mein Chilis, mein Basilikum. So, das ist das Basilikum-Sortiment. Das hatte ich, glaube ich, von Real. Das waren ja die Saatscheiben. Ich muss sagen, ich bin nicht begeistert. Wir haben hier das rote Basilikum. Hier kommt, wie ihr sehen könnt, eine Pflanze. Hier hinten sieht so aus, als wird noch eine kommen. Aber ansonsten, das ist halt so trocken. Ich muss das nochmal gleich gießen. Aber ich meine, ich gieße das jeden Tag und es trocknet einfach viel zu schnell aus. Hier der Zitronenbasilikum. Da ist eben hier was rausgekommen und hier drüben. Aber könnte jetzt irgendwie auch mehr sein. Dann haben wir hier nochmal rotes Basilikum, wo sich mittendrin ein grünes Basilikum noch befindet. Und das hier ist eben der Edwina Basilikum. Und nach wie vor tut sich da gar nichts. Ich werde das jetzt auch rausnehmen, weil ja, ist halt irgendwie dieses Plastikscheißzeug. Ich habe euch das ja schon von Anfang an gesagt. So, und dann kommen wir hier zum Basilikum. Den muss ich jetzt auch gleich mal nochmal umdrehen. Was haben wir denn da alles? Moment, ich drehe den um, dann können wir das besser sehen. So, wie ihr sehen könnt, hat sich da einiges getan. So, ich stelle den mal noch eher hier hin. Das neapolitanische Basilikum, das war ja das, was anscheinend so ein bisschen Anisgeschmack hat. Das haben wir hier so in dem Bereich. Mein Akku ist schon wieder fast leer. Dann der Zimtbasilikum, der kommt auch super hier. Dann haben wir Genovese Basilikum, das ist der ganz normale Basilikum. Ich sehe gerade, hier hat sich irgendwas anderes reingemogelt, keine Ahnung. Und das Basilikum Gekom, ja, eins. Was soll ich sagen? Es sieht aus, als wäre hier drunter eigentlich noch mehr. Aber naja, ich werde da nochmal Wasser gleich zugeben. Ja, das war das kleine Pflanzen-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen länger her. Ich werde euch nochmal eins geben, wenn ich zurück bin und hoffe, dass meine Pflanzen bis dahin alles gut überstehen. Und ich sage euch vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!